Eine wunderschöne kleine Blüte. Sieht aus wie eine Wolfsmilch, ist aber nicht. Man muss einfach genau hinschauen. Und das ist das Milzkraut. Und das heißt Milzkraut, weil es gut für die Milz war. Und Chrysosplenum auf Lateinisch, das heißt goldene Milz. Das ist ein bisschen bitter und man kann es, und ich esse gerne im Frühling so ein, zwei kleine Blättchen. Ist bitter. Also eine Salatpflanze ist es nicht, aber man kann es essen und es hilft den Lymphen und der Milz. Milz ist ja ein Lymphorgan.